Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um ein Krypto-Thema. Und zwar schauen wir uns heute das Lightning Network an. Das Lightning Network ist ein alternativer Ansatz, um dieses Skalierungsproblem, was Bitcoin ja hat, zu lösen. Andere Kryptowährungen wie Ethereum und Cardano gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Die versuchen ja, beziehungsweise Cardano hat es ja schon von Anfang an so implementiert, das Proof of Stake umzusetzen, um aus dem Energieproblem, was Proof of Work ja hat, rauszukommen. Und dadurch eben diese Skalierungsfähigkeit sicherzustellen. Und das Lightning Network geht da ein bisschen anderer Weg und wie der aussieht, das erfahrt ihr jetzt gleich im Video, also bleibt dran, bis gleich. Ja, was ist Lightning Network? Also gehen wir nochmal zurück zu Bitcoin. Bitcoin hat ein Skalierungsproblem. Wir wissen ja, beziehungsweise ihr müsst es jetzt wissen, wie Bitcoin so grundsätzlich funktioniert. Falls ihr das nicht wisst, dann schaut euch einfach die Videos auf dem Kanal an. Also Bitcoin müsst ihr euch anschauen, Ethereum müsst ihr euch anschauen und Proof of Work versus Proof of Stake. Diese drei Videos sind essentiell, um jetzt dieses Video überhaupt zu verstehen, weil das Lightning Network macht keine neue Kryptowährung, sondern setzt auf dem Bitcoin-Netzwerk auf. Und jetzt nochmal zurückzukommen zum dem Skalierungsproblem. Also wir haben ja bei Bitcoin eben eine feste Blockgröße und pro Block können dann auch nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen gespeichert werden. Und ein neuer Block soll ja so alle 10 Minuten neu erstellt werden. Das heißt, die Anzahl der Transaktionen pro Zeiteinheit sind eigentlich fest. Das sind dann tatsächlich nur so 7 Transaktionen pro Sekunde. Wenn man jetzt sich anschaut, wie das zum Beispiel bei Visa aussieht, da ist irgendwie so, da sind es irgendwie 26.000 Transaktionen pro Sekunde. Also vielleicht sind es auch schon mehr. Auf jeden Fall eine Riesenmenge oder der Unterschied, der ist extrem groß von der Anzahl der Transaktionen, die durchgeführt werden. Und auf der anderen Seite, durch das Proof of Work, ist eine Transaktion bei Bitcoin ja sehr teuer. Das bekommt man eigentlich jetzt aktuell als User gar nicht so mit, weil ja die Miner, die ja die Transaktionen eben durchführen, indem sie eben neue Blöcke erstellen, über das Schürfen von neuen Bitcoins bezahlt werden. Das wird nicht ewig so bleiben, beziehungsweise es könnte auch nur eine Kombination sein, dass ein Teil von neu geschürften Bitcoins eben die Miner bezahlt werden, plus eben noch eine Transaktionsgebühr. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn angenommen man hat jetzt eine Transaktionsgebühr umgerechnet, keine Ahnung, von 1000 Euro, und man möchte jetzt einen Kaffee für 2,50 Euro bezahlen, dann macht das einfach wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn, das mit Bitcoin zu tun. Deshalb ist sich auch die Bitcoin-Community einig, dass man hier irgendwie ein alternatives Konzept braucht, damit man überall mit Bitcoins auch bezahlen kann. Also direkt auf der Bitcoin-Blockchain wird es nicht möglich sein. Und wie gesagt, die anderen Kryptowährungen, die versuchen ja mit Proof of Stake zu skalieren. Und das Lightning Network eben nicht, sondern es setzt eben auf dem jetzigen Bitcoin-Netzwerk auf und ist ein sogenannter Second Layer. Also was ist jetzt ein Second Layer angenommen? Wir haben jetzt hier das Bitcoin-Netzwerk. Ich symbolisiere das jetzt einfach mal mit 4 Knoten. Und jeder Knoten hat ja die Blockchain gespeichert und kann dann versuchen, neue Blöcke zu erstellen oder auch einfach mal prüfen, wie viel besitzt eigentlich der Gegenüber, der mir jetzt hier gerade Zahlung schicken möchte. Und das ist dann der sogenannte Base Layer oder First Layer. Und das Lightning Network wäre ein zweiter Layer, also eine zweite Schicht obendrauf, und das wäre ebenfalls ein Netzwerk mit Knoten, die allerdings ein bisschen anders funktionieren. Und das ist der Second Layer. Beim Lightning Network sind jetzt die Verbindungen sogenannte Micropayment Channels. Was das genau ist, das erfahren wir jetzt dann später. Genau. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, es gibt zwei Leute, die eine Zahlung durchführen wollen. Nennen wir sie einfach mal Alice und Bob. Also es gibt hier Alice und Bob. Und der einfachere Fall wäre, nur Alice möchte an Bob Zahlungen durchführen. Zum Beispiel ist Bob ein Kaffeebesitzer und Alice geht da täglich hin und kauft sich jeden Tag einen Kaffee.
Dann wäre es jetzt so, wenn es im Lightning Network durchgeführt werden sollte, würde Alice, ist ähnlich wie es beim Handy mit Prepaid ist, auf eine Wallet einen gewissen Betrag transferieren. Nehmen wir mal an, 10 Bitcoin. Das heißt, es gibt eine spezielle Wallet, wo jetzt Alice 10 Bitcoins transferieren wird. Und mit diesen 10 Bitcoins möchte Alice dann bei Bob Kaffee kaufen. So, und diese spezielle Wallet hat jetzt aber eine Eigenschaft. Das haben wir auch schon gelernt, dass jetzt bei einfacher Transaktion müsst ihr ja nur Alice einfach signieren und dann wäre die Transaktion durch. Aber bei Bitcoin kann man ja die Transaktion programmieren, sodass man Zusatzbedingungen noch einführen kann. Und genau so eine Transaktion ist es dann, weil von dieser Wallet können nur Bitcoins transferiert werden, wenn sowohl Alice als auch Bob signiert haben. Also beide haben dann am Ende unterschrieben. Das heißt, sowohl Alice muss hier unterschreiben, dass hier was wieder transferiert werden kann, als auch Bob. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Jetzt könnte es ja sein, weil jetzt hat ja Alice erstmal 10 Bitcoins dort transferiert und dann, wenn jetzt Bob nicht unterschreibt, dann wäre ja quasi diese 10 Bitcoins auf ewig dort eingefroren. Deshalb wird hier noch ein Zeitschloss hinterlegt, dass wenn nach einer gewissen Zeit nichts passiert ist, kann Alice diese volle 10 Bitcoin wieder an sich zurücküberweisen. Das heißt, hier gibt es so ein Zeitschloss noch dahinter, hinter dieser Transaktion. So ist dann sichergestellt, dass wenn jetzt Bob einfach hier irgendwie das blockiert, das Ganze, dass Alice nicht wieder an ihre 10 Bitcoins kommt. Und so startet das Ganze in Transaktion im Lightning Network. Das ist die sogenannte Funding Transaction. Jetzt haben wir die da auf die Wallet geladen, ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Dann würde so ein Payment Channel eben aufgebaut werden zwischen Alice und Bob. Also das wäre dann jetzt hier im Netzwerk zum Beispiel diese Verbindung hier. Dann wäre das hier Alice und hier wäre Bob. Und wie sieht die Transaktion aus? Angenommen, ein Kaffee kostet oder irgendwas, was er jetzt bezahlt hat, nehmen wir einfach mal an, Alice möchte an Bob 4 Bitcoins schicken. Dann würde jetzt Alice eine Transaktion bauen, wo drin stehen würde, 6 Bitcoins an Alice und 4 Bitcoins an Bob. Und Alice würde hier unterschreiben. Diese Transaktion würde Alice dann über diesen Channel hier an Bob übertragen. So, und jetzt könnte Bob einfach hergehen und dann diese Transaktion auch noch unterschreiben und das wieder zurück ins Bitcoin-Netzwerk schicken. Das heißt, es würde dann von dieser Wallet in das Bitcoin-Netzwerk gesendet werden und dann wäre eigentlich der Channel auch wieder schon geschlossen, weil dann wäre ja die Wallet hätte dann wieder einen Wert von 0. Alice würde 6 Bitcoin bekommen und Bob würde 4 Bitcoin bekommen und alle sind eigentlich zufrieden. Das möchte man ja gerade nicht. Man möchte ja eben nicht jede einzelne Transaktion jetzt auf der Bitcoin-Blockchain durchführen, deshalb würde das Bob erstmal nicht machen. Aber vom Prinzip her ist einfach so, dass Alice, kann man sich vorstellen, wie einen unterschriebenen Scheck ausgetauscht hat. Weil sie hat unterschrieben und mit diesem Scheck, den kann Bob dann jederzeit einlösen. Und sollte Bob einfach diesen Scheck nie einlösen, dann wird nach einer gewissen Zeit
diese 10 Bitcoin, weil die ja Bob sie nicht abgerufen hat, eben an Alice zurück überwiesen werden. So, jetzt ist natürlich so, jetzt könnte man quasi, wenn jetzt Alice wieder einen Betrag überweisen möchte, zum Beispiel weitere Bitcoin, dann würde Alice jetzt als nächstes eine zweite Transaktion machen. 4 Bitcoin hat sie ja schon ausgegeben und jetzt möchte sie nochmal einen Bitcoin ausgeben, dann wäre die Transaktion folgende. 4 Bitcoin, 5 Bitcoins an Alice. 5 Bitcoins an Bob. Und Alice hat unterschrieben. Auch das würde dann über diesen Micropayment-Channel an Bob übertragen werden und Bob kann dann diesen Scheck in Anführungszeichen dann auch einlösen. Und jetzt ist auch klar, es macht für Bob gar keinen Sinn, den alten Scheck einzulösen, weil oder die alte Transaktion, weil da hat er ja nur 4 Bitcoins bekommen. Deshalb würde er die verwerfen und nur noch die letzte Transaktion einlösen, weil er da viel mehr Bitcoins bekommen kann. Deshalb sind auch da die unidirektionalen Verbindungen, die sind so gesehen dann auch sicher. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeiten, dass eine Partei betrügen kann. Und das kann man so oft machen, wie man eben will. Und irgendwann wäre es dann eben, würde dann Bob das einlösen und dann die Transaktion ans Bitcoin-Netzwerk schicken. Und diese Transaktion, diese letzte Transaktion, heißt dann auch Settlement Transaction. Also soweit, so gut. Was ist jetzt aber, wenn auch Bob eine Transaktion an Alice durchführen möchte? Also Bob möchte auch Bitcoins an Alice schicken und dann wird es doch deutlich komplizierter. Das sind dann die bidirektionalen Verbindungen. Können wir uns auch nochmal anschauen. Es gibt dann auf der einen Seite Alice und auf der anderen Seite Bob. Und der Start ist genau gleich. Es gibt wieder eine Funding Transaction. Angenommen wieder 10 Bitcoin von Alice. Und unterschreiben müssen wieder Alice und Bob, damit eine Transaktion durchgeführt werden kann. Und es gibt auch natürlich wieder irgend so ein Zeitschloss. Also der Start ist genau gleich. Und angenommen, jetzt würde Alice auch wieder 4 Bitcoins an Bob übertragen wollen, dann wird es Alice jetzt auch wieder eine Transaktion bauen. Und zwar eben 6 Bitcoins an Alice, 4 Bitcoins an Bob. Aber diese 4 Bitcoins, die haben noch eine Zusatzbedingung. Und zwar kann Bob erst über diese 4 Bitcoins verfügen, wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Also wenn diese Transaktion dann ans Bitcoin-Netzwerk übertragen wird, dann muss eine gewisse Zeit ablaufen, bis Bob dann sie an seine Wallet transferiert bekommt. Und das wird in Blöcken gemessen. Das sind genau 1000 Blöcke. Das heißt, hier gibt es auch eine Zeitbedingung dahinter. Und dann gibt es eine Zusatzbedingung, wenn die 4 Bitcoins werden an Alice wieder zurückübertragen, an Alice, wenn Alice das Geheimnis von Bob kennt. Nennen wir das Geheimnis einfach mal B1. Ich komme gleich auf das Geheimnis zurück. Und genau das Gleiche würde Bob auch erstellen. Bob würde auch so eine Transaktion generieren. Bob würde dann 4 Bitcoins an sich, an Bob, 6 Bitcoins an Alice, auch mit der Bedingung von diesen 1000 Blöcken, also auch hier ist ein Zeitschloss dahinter, und der gleichen Zusatzbedingung, 6 Bitcoins an Bob, wenn Bob das Geheimnis von Alice kennt. Nennen wir es mal A1. Die Transaktion würde dann von Bob unterschrieben werden. Das heißt,
Bob würde hier unterschreiben, diese Transaktion Bob, und Alice würde ihre Transaktion unterschreiben mit Alice. Und dann würden sie über ihren Micro-Payment Channel diese Transaktionen austauschen. Also die Transaktion, die Bob erstellt hat, schickt er an Alice, und die Transaktion, die Alice erstellt hat, schickt sie an Bob. Und damit wäre erstmal auch alles gut, weil wenn jetzt Bob den Kanal schließen möchte, dann würde er einfach diese Transaktion ans Bitcoin-Network senden, und nach 1000 Blöcken würde er dann das gut geschrieben bekommen, weil Alice kann eigentlich nicht darauf zugreifen, wenn er das Geheimnis von Bob gar nicht kennt. Also was ist aber jetzt das Geheimnis? Während die Transaktionen erstellt werden, generiert jede von beiden Personen das Geheimnis, ist einfach eine Zahl. Also Alice generiert A1 und Bob generiert B1 und macht erstmal gar nichts da damit. So, jetzt nehmen wir halt an, dass Bob ein Bitcoin zurückschicken möchte an Alice. Also er hat hier jetzt 4 Bitcoins auf dem Konto, und Alice hätte dann 6 Bitcoins noch zur Verfügung, und Bob möchte jetzt einen Bitcoin zurückschicken. Deshalb würde jetzt das gleiche Vorgang nochmal passieren. Also man würde jetzt eine zweite Transaktion bauen. Also dann würde Bob anfangen und würde jetzt, er hat ja wie gesagt 4 Bitcoins. Würde dann 3 Bitcoins an Bob schicken, also an sich selber, dann 7 Bitcoins an Alice, wieder mit dem Zeitschloss versehen, und dann die Zusatzbedingung, 7 Bitcoins an Bob, wenn Bob das Geheimnis A2 kennt. Also nicht mehr A1, sondern A2. Und das gleiche macht Alice. Sieben Bitcoins an sich selber, an Alice. 3 Bitcoins an Bob. Und die Zusatzbedingung. Drei Bitcoins an Alice, wenn Alice das Geheimnis B2 kennt. Und auch hier ist natürlich bei der ersten Transaktion an Bob auch wieder das Zeitschloss versehen. So, und dann würden sie wieder diese Transaktion über den Micropayment Channel austauschen. So. Und wenn jetzt Bob einfach diese Transaktion oder auch Alice schließen möchte, dann würden sie einfach die Transaktion ins Bitcoin-Netzwerk senden und selber auch nochmal unterschreiben. Also wir haben ja jetzt hier hätte ja Alice unterschrieben. Und hier hätte Bob unterschrieben. Und wenn jetzt Bob Bob würde ja dann die Transaktion eben von Alice bekommen und würde dann hier nochmal unterschreiben und könnte dadurch diese Transaktion eben ans Bitcoin-Netzwerk senden, und dann würde die ausgeführt werden, und Alice hätte dann am Schluss 7 Bitcoins und Bob hätte 3 Bitcoins. So, jetzt wäre es natürlich ja für wirtschaftlich sinnvoller für Bob, er würde nicht die letzte Transaktion ans Bitcoin-Netzwerk schicken, sondern eben die Transaktion, die davor stattgefunden hat, weil der hatte ja 4 Bitcoins. Und ich habe jetzt nur einen Punkt vergessen: während diese Transaktion natürlich stattgefunden haben, hat Alice natürlich A2 generiert und Bob hat B2 generiert. So, um das jetzt, diesen Vorgang zu verhindern, dass Bob jetzt die erste Transaktion ans Bitcoin-Netzwerk schickt, wo er noch 4 Bitcoins hatte, passiert bei dem Austausch von der zweiten Transaktion noch Folgendes: Es werden nicht nur die Transaktionen ausgetauscht, sondern auch die Geheimnisse A1 und B1. Das heißt, hier findet nochmal A1
und B1 Austausch auch statt. Das heißt, jetzt kennt Alice das Geheimnis B1 und Bob kennt das Geheimnis A1. Das heißt, wenn jetzt Bob auf die Idee kommen würde, die erste Transaktion, also die hier ans Bitcoins-Netzwerk zu senden, dann würde er erst den Betrag nach 1000 Blöcke bei sich gut geschrieben bekommen. Und dann könnte er aber Alice hergehen und sagen, ey, Moment mal, das war nicht die letzte Transaktion. Ich kenne nämlich das Geheimnis B1 und könnte dann die zweite Bedienung aktivieren, weil wir sagen, alles kennt B1 und wird dann dadurch oder hätte dadurch die Möglichkeit, den kompletten Betrag von 4 Bitcoins wieder an sich zurück zu überweisen. Das heißt, wenn das dann passieren würde, hätte Bob am Ende 0 Bitcoins und Alice hätte wieder die kompletten 10 Bitcoins. Und das ist dieser Sicherheitsmechanismus dahinter. Das heißt, wenn Bob versuchen würde, hier irgendwie zu betrügen, dann geht er das Risiko eben ein, dass er den kompletten Betrag verlieren würde. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Also das Entscheidende ist noch dieses zusätzliche Geheimnis, diese Doppelung, also von den Transaktionen. Aber dadurch ist eben jetzt möglich, dass man beide Richtungen Transaktionen durchführt. Also das ist eben die bidirektionale Transaction. Im Ganzen heißen diese Transaktionen auch Commitment Transaction. Also wir haben drei Transaktionstypen. Das ist zum einen die Funding Transaction. Da wird erstmal was eingezahlt auf eine spezielle Wallet. Dann gibt es die Commitment Transaction. Das sind die Transaktionen untereinander. Und dann zum Abschluss gibt es die Settlement Transaction. So, und wenn man jetzt bidirektional quasi Bitcoins austauschen können, dann können wir jetzt auch ein Netzwerk aufbauen. Das wäre dann eben so, man hätte jetzt hier eben Alice und Bob. Und die hätten ja jetzt einen Kanal aufgebaut, wo sie eben Bitcoins austauschen können. Und jetzt könnte eben nur eine dritte Person dazukommen, nennen wir sie Carol. Und was halt blöd wäre, wäre, wenn jetzt Carol mit Alice einen Kanal aufbauen müsste und mit Bob, damit die irgendwie untereinander auch Werte austauschen können, weil das würde dann extrem komplex werden und auch so ein Kanal, der ist ja auch nicht kostenlos und man möchte ja hier eben Kosten sparen, man möchte ja möglichst wenig Transaktionsgebühren haben. Deshalb wird eben dann ein Netzwerk aufgebaut und Carol bräuchte dann nur einen Kanal zum Beispiel zu Bob und könnte dann angenommen ein Bitcoin über Bob zu Alice schicken. Also hier würde der Bitcoin dann zu Alice wandern und Alice könnte natürlich auch zu Carol den Bitcoin schicken und das kann man dann beliebig erweitern. Also gibt, wenn es hier noch mehrere Knoten gibt, braucht jeder Knoten nur eine Verbindung zu einem Teilnehmer und innerhalb des Netzwerks könnten dann diese Bitcoins getauscht werden. Also wäre dann immer quasi ein bidirektionaler Kanal zwischen zwei Parteien, wo dann die Bitcoins hin und her getauscht werden können. Das ist im Prinzip dann das Lightning Network und es setzt eben auf dem Bitcoin-Netzwerk auf. Also kommen wir wieder zurück zu dem ursprünglichen Bild. Das verstehen wir jetzt. Also wir haben jetzt hier den Base Layer und hier den Second Layer, der eben aus diesen Micropayment-Channels besteht. Und das ist das ganze Ding dahinter, ist aber technisch sehr kompliziert auch. Wenn man da viele Probleme auch lösen muss, das denke ich mal, kann man sich schon vorstellen, dass es das nicht ganz so einfach ist. Und das Ganze steckt da wirklich noch in den Kinderschuhen. Das Lightning Network besteht gerade so aus 2000 Nodes und dort mit einzusteigen ist jetzt erfordert schon einen gewissen Arbeitsaufwand und man muss schon sagen wir mal, einen technischen Background haben, um es wirklich benutzen zu können. Also wir stehen da ganz am Anfang. Und das ist natürlich aber auch das Potenzial, was da dahinter steckt, das darf man nicht vergessen. Man steht, ich hätte jetzt mal gesagt, das ist jetzt nur gefühlt irgendwie, wo es vielleicht Internet an Ende der 80er, Anfang der 90er stand, stehen wir, glaube ich, hier im Kryptobereich mit dem ganzen, auch mit dem Lightning Network irgendwo in der Zeitspanne. Das heißt,
wo das wirklich in die Masse geht, da wird noch Zeit vergehen. Wenn es wirklich in die Masse geht, das weiß natürlich auch keiner, aber wir sind da wirklich noch am Anfang. Und jeder kann sich natürlich da an der Entwicklung beteiligen. Da gibt es extrem noch viel zu tun, aber prinzipiell funktionieren tut das Lightning Network schon, aber es ist in der Bedienung eben extrem sperrig. Ja, also das war jetzt der alternative Ansatz. Es gibt dieser Second Layer Ansatz, wo dann nur noch ganz wichtige oder große Transaktionen im Base Layer, also im Bitcoin-Netzwerk direkt stattfinden und alles andere findet dann eigentlich gar nicht mehr direkt auf der Bitcoin-Blockchain statt, sondern eben hier dann im Lightning Network. Jo, also das ist da die Alternative zu, was jetzt Ethereum und Cardano machen. Was sich da jetzt wirklich durchsetzen wird, das kann natürlich keiner sagen. Vielleicht wird sich auch irgendwie beides irgendwie durchsetzen in unterschiedlichen Anwendungsgebiete, weil Ethereum und Cardano haben natürlich durch die Smart Contracts noch ein weiteres oder breiteres Spektrum. Und die haben sicherlich auch ihre Berechtigung für gewisse Anwendungsfälle. Aber wie sich das Ganze entwickeln wird, das wird jetzt die Zeit zeigen. Ich denke mal, jetzt mit Bitcoin, Ethereum, Cardano, Proof of Work, Proof of Stake und jetzt noch Lightning Network, da haben wir jetzt ein ganz rundes Paket zusammen, um mal dieses ganze Krypto oder den ganzen Kryptobereich so grundsätzlich mal zum Verstehen. Und jetzt denke ich mal, jeder oder haben wir jetzt eine gute Entscheidungsgrundlage, ob man zum Beispiel in Bitcoin investieren will oder doch lieber in Ethereum oder in beides. Und ich denke, damit kann jeder, denke ich mal, schon was anfangen, ob das wirklich Zukunft hat oder nicht. Ich muss sagen, ich finde es schon extrem spannend, das ganze Thema. Und man muss da auch immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auch einfach zu verkopft ist und sagt, das ist alles Nonsens, weil so fangen viele, viele neue Sachen an und man darf ja auch nicht vergessen, das ist hier der aktuelle Entwicklungsstand, wo wir hier sehen. Aber da wird ja, da arbeitet eine sehr große Community dran, das weiterzuentwickeln und dann wird es einfach in der Bedienung, es wird sich auch bezüglich Proof of Work, Energiegewinnung sicherlich auch noch Sachen tun. Und deshalb darf man jetzt nicht einfach sagen, oh, Proof of Work ist zu energieintensiv und deshalb macht das alles gar keinen Sinn, sondern man muss einfach schauen, was wird da eigentlich in den nächsten Jahren noch entwickelt werden und dadurch kann es schon zum wirklich alternativen Konzept werden. Aber wissen tut es am Schluss natürlich jetzt wieder keiner. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen hier ein bisschen Aufschluss geben und ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Das war es aber jetzt erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.